break heart, baby. The memories of us are just fading away, fading away. You are my summertime love in that mystical place. The way you looked at me left me with a sweet taste. The feelings I felt with you no one else can ever replace. All the way your hands gently touching my face. Weiß, dass die Mannschaft in jedem Spiel alles geben wird. Und auch bei so einem Spiel wollen wir natürlich unseren Fußball auf den Platz bringen. Wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen mutig nach vorne spielen und wollen eben 90 Minuten wieder Gas geben und einfach nicht locker lassen. Egal, ob es 0-0 steht, ob es 1-0, 2-0 steht, wir wollen einfach wieder sehr, sehr offensiv starken Fußball zeigen und das ist Motivation genug. Trade a heart for heart that will never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go. For heart, then our souls will be lost forever.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe VfL Wolfsburg-Fans. Zum Spiel VfL Wolfsburg gegen KFF Mitrovica. Das Rückspiel steht an in der UEFA Women's Champions League. Und wir freuen uns sehr, was denn unsere Wölfin hier uns heute bieten werden. Nach dem grandiosen 10:0 im Hinspiel. Auf das kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt bildet sich nochmal der altbewährte Kreis. Die Mädels feuern sich nochmal untereinander an. Und da ist jetzt auch kein Trainer mehr, der das Wort führt. Ich sehe es gerade nicht genau, wer heute das Wort hat. Oftmals natürlich eine der Kapitäninnen. Jetzt wird sich abgeklatscht und gleich geht es los hier im AOK-Stadion. Noch hält das Wetter und wir freuen uns auf 90 Minuten Offensivfußball, den uns gestern ja unser Trainer Stefan Lerch angekündigt hat. Zwischen unseren Wölfinnen und KFF Mitrovica. Schauen gleich nochmal auf die Startelf. Natürlich bietet sich nach so einem 10:0 im Hinspiel eine gewisse Rotation an. Unter anderem im Tor, ich nehme es vorweg, sehen wir heute das erste Mal Friederike ab zwischen den Pfosten in einem Pflichtspiel. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und Janett Jakapfi wird jetzt gleich den Ball zum Rollen bringen. Los geht's hier im AOK-Stadion. Und direkt Lara Dietenmann. Gute Flanke da. Aber abgefangen. Nach nicht einmal 10 Sekunden wird es da schon brenzlig im Strafraum von Mitrovica. Der Mannschaft aus dem Kosovo, Doublesieger. Jetzt das zweite Jahr in Folge. Und auch in der Liga das Nonplusultra. Friederike Abt im Tor, das hatte ich schon gesagt. Jetzt hier am Ball Pernille Harder, die heute auch wieder die Kapitänsbinde trägt. Versucht da Pia Wolter einzusetzen. Und das gibt Einwurf für den VfL, den Anna Blesser ausführen wird, die auf der rechten Abwehrseite marschieren wird. Unsere Nummer 9, dienstälteste Wölfin. Die Abwehr komplettieren Dominik Jansen, Joel Wedemeyer und Christine Minde. Im Mittelfeld haben wir Lara Dietenmann, Sarah Gunnarsdottir, Claudia Neto und die angesprochene eben Pia Wolter. Und vorne im Sturm in der Offensive werden Pernille Harder und Janett Jakapfi agieren. Und wir sind gespannt. Es soll wieder sehr, sehr offensiv zu Werke gehen. Die Wölfinnen wollen hier den Zuschauern im eigenen Stadion natürlich etwas bieten, diejenigen, die den Weg hier hingefunden haben. Viele Tore präsentieren, hoffentlich ähnlich viele, hoffen wir natürlich an dieser Stelle wie im Hinspiel, als es dann 10:0 hieß. Gute Verlagerung da gewesen, aber den bekommt Anna Blesse nicht ganz unter Kontrolle. Gut geholt da von Pernille Harder. Sucht da Chrissy Minde. Wedemeyer auf Blässe dort. Und wieder zurück. Joel Wedemeyer.
Jansen. Und ich glaube, in der Aufstellung muss ich mich korrigieren. Lara Diekenmann scheint die linke Abwehrseite zu beackern. Und vor ihr wird Chrissy Minder agieren. Chrissy Minder hat ja auch das Ergebnis ins Zweistellige gehoben. Jetzt gute Flanke von Harder. Und das ist ein Foulspiel von Claudia Neto. Chrissy Minder hat das 10:0 vor 2 Wochen im Kosovo erzielt. In der 87. war sie es. Im Nachsetzen quasi, einmal abgeschlossen und dann kam der Ball wieder zu ihr und dann hat sie ihn über die Linie gedrückt. Gut aufgepasst von Anna Blesse. Hier Walter. Claudia Neto. Gut behauptet dort, Diekenmann. Kreuzt jetzt, läuft hinter Linde auf Harder im Strafraum. Abschluss. Guter Abschluss. Und da muss Keeperin Kolgeci rund auf die Knie gehen und den Ball aufnehmen. Im Hinspiel war ja noch Viona Rexepi im Kasten. Die ist heute auf der Bank. Und Kolgeci bekommt ihre Chance. So waren wir gestern angereist, auch mit ein bisschen Verspätung. Da gab es Parallelen zu unserer Anreise in den Kosovo. Mitrovica ist in Düsseldorf gelandet und dann, ja, ihr kennt es wahrscheinlich, der ein oder andere von euch. A2 ist nicht immer eine Wonne und von Düsseldorf nach Wolfsburg sind es dann ein paar Kilometer und da gibt es den einen oder anderen Stau. Deshalb musste das Abschlusstraining auch mit 1 Stunde Verspätung losgehen, aber das war kein Problem. Unsere Wölfinnen waren zu dem Zeitpunkt schon längst durch. Und somit konnte das Abschlusstraining etwas später stattfinden, am gestrigen Dienstag. Guter Ball da auf Pia Wolter. Flanke mit links. Und da war es fast schon. Sarah Gunnarsdott hier. Die ja am vergangenen Wochenende bei Turbine Potsdam das so wichtige 1:0 erzielt hat. Unsere Isländerin mit der Nummer 7. 3:0 ging das Spiel bei Turbine Potsdam aus. Eva Pajor schnürte noch einen Doppelpack und in der Liga stehen die Wölfin mit einer blütenweißen Weste da. 4 Spiele, 12 Punkte, das kann sich sehen lassen. Neto raus auf einer Bläste, die hat jetzt Platz, die kann runtergehen und die ist schnell. Schaut, bringt die Flanke und wird fast zum Torschuss. Schlechter von Anna Blesse. Wieder Neto auf Harder. Guter Ball auf Jakapfi. Und der Ball geht knapp links vorbei. Und da muss behandelt werden. Betreuer auf dem Platz. Auch Jay humpelt so ein bisschen. Aber schwerer hat es Kolgeci erwischt. Die Nummer 12 von Mitrovica.
Da haben wir doch jetzt Zeit, kurz mal auf unsere Bank zu blicken. Und da sehen wir Hedwig Lindahl, die ja am Montag zur zweitbesten Keeperin der Welt gekürt worden ist in Mailand. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Außerdem Alex Popp, Felicitas Rauch, Ingrid Eng, Noel Maritz, Eva Pajor und Lena Gößling auf der Bank. Werden wir die ein oder andere mit Sicherheit noch in diesem Spiel heute sehen. Und jetzt ist der Ball auch wieder freigegeben und es kann weitergehen. Wieder. Gute Seitenverlagerung. Chrissy Minder am Ball. Macht den Haken, bringt die Flanke. Sarah Winterstott hier macht sich da Platz. Und die Schiedsrichterin pfeift. Melis Öcigem aus der Türkei. Gearbeitet da von Pia Wolter. Macht den Weg da zurück. Hier haben sie jetzt am Ball. Wedemeyer. Raus wieder auf einer Blässe. Bringt die Flanke, kommt ja Kapfi dran, nicht ganz, kein Problem für Kolgeci. Einwurf für den VfL dort. Zug rollt weiter, ja, Kapfi wieder raus. Auf dicken Mann. Knappes Ding da, fast wäre Pennelhader dran gewesen. Das Ganze nach 12 Minuten. Im Hinspiel hat es ja 14 Minuten gedauert, ehe es dann 1:0 stand. Eva Pajor war die erste Torschützin des Tages. Zur Halbzeit hieß es dann 3:0 und am Ende wissen wir es alle und ich habe es auch schon angesprochen. 10:0 für den VfL. Lässe raus auf Hader. Hier hat Platz und guckt und guckt. Bringt den Ball. Rückraum. Günnerstott hier. Neto. Wieder raus, andere Seite, diesmal Dietenmann mit der Flanke. Gut gedacht, da von Pia Wolter. Da hat man auch kurz gesehen, dass die Kosovarinnen alle Zeit der Welt haben. Wollen bestimmt nicht noch mal so viele Gegentore kassieren am heutigen Tag. Die Wölfinnen geben natürlich wieder den Ton an, hier zu Hause sowieso im AOK-Stadion, wie immer. Mitrovica aber zuletzt in der Liga
mit einem 6:0 und einem 7:1 Sieg. Haben ebenfalls 4 Spiele absolviert in der Liga, sind da das Nonplusultra. 4 Spiele, 12 Punkte, 39:1 Tore. Aber auch wenn Mitrovica doppelter Doublesieger ist im letzten und in diesem Jahr, ist der Klassenunterschied natürlich gegeben. Siminde jetzt. Stoppt den Lauf zurück. Gunnarsdottir und jetzt Neto am Ball. Wiedemeyer rüber. Auf Siminde. Jetzt ist Lara Dietmann am Ball. Wird da aber zum Einwurf geklärt. Mund abputzen, weitermachen. Ich habe gerade eine WhatsApp von unserem Kultzeugwart Kulle bekommen und der sendet Grüße an den Fanclub-Vorsitzenden Mario von der Wölfinnen-Family, der krank zu Hause sitzt. Gute Besserung an dieser Stelle, lieber Mario. Und sehr schön, dass du uns verfolgst hier im Livestream und gute Besserung von allen hier. Schönste Genesungspräsent wäre doch an dieser Stelle das 1:0. Jetzt Anna Blessing, Herr Kapfi bringt die Flanke, Hader lauert. Aber es soll noch nicht passieren. Alle Wölfinnen in der gegnerischen Hälfte, muss man allerdings bei solchen Situationen auch aufpassen. Aber zu unsauber gespielt dort, keine Gefahr, keine Kontergefahr. Zum Glück darf man an dieser Stelle auch sagen. Wedemeyer. Die hat ein bisschen Platz. Ein bisschen weit vorgelegt da den Ball.
Nochmal direkt zurückgewonnen. Und jetzt kommt die Flanke. Und Astotti war da mit reingerückt. Nieto gewinnt den Ball. Und da kommt Diakapfi nicht mehr ran. Spiel da von Anna Blesse. Liegt da auf dem Rücken von Ekzuna Zeka, der Nummer 21. Hier im Chat schon angesprochen, heute leider nicht mit dabei, unter anderem Sarah Dorsun mit einer Fußverletzung fällt die Nationalspielerin aus. Almut Schuld ist in der Reha nach ihrer Schulter-OP. Drücken wir auch die Daumen und senden schöne Grüße. Svenja Huth ebenfalls verletzt mit einer Innenbandverletzung im Knie. Und Fridolina Rölfi war zwar gestern beim Abschlusstraining am Start, hatte dann aber muskuläre Probleme und kann heute leider nicht mit von der Partie sein. Jetzt Lara Dietmann. Flanke. Segelt gefährlich rein. Gut abgefangen, gut aufgepasst von Joel Wedemeyer. Und jetzt trotzdem alle den Rückwärtsgang rein. Der Ball kommt zu weit und Friederike Abt holt ihn sich. Ist ja im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfL gekommen. Heute also dann mit ihrem ersten Pflichtspiel. Minde. Gutes Anspiel auf Jakapfi, der ist abgefälscht und wird gefangen von Kolgeci. Schnell unterwegs natürlich und holt die zweite Ecke raus. Wobei, es ist die erste Ecke. Erste Ecke. Da war ich auf dem Holzpfad, kurz ausgeführt. Harder. Gutes Zweikampfverhalten dort aber von Osmani, der Kapitänin. Und der Ball war weg. Das gibt den Abstoß. Zweikampfsiegerin gewesen. Diesmal gegen Neto. Das war gut gemacht von Jaya Kapfi. Neto. Und das 1:0! Und wie schön
Ball rausgespielt da. Ja, Kapfi macht da draußen alles richtig. Bleibt dran, setzt die Gegnerin unter Druck, holt den Ball von der Außenlinie. Und dann ist es Pia Volta artistisch, die dann auf Claudia Neto weitergibt. Und die Portugiesin macht das 1:0 in der 24. Spielminute. Wunderbar gemacht. Und das 1:0 für die Wölfin somit in diesem Spiel. Die 24. Spielminute, Tor für die Wölfinnen, für den VfL. Und wir haben eine Torschütze mit der Nummer 5, Claudia. 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 Und damit gibt es einen neuen Spielstand. Der VfL Wolfsburg. Mitrovica. Danke. Da ist der Bann gebrochen jetzt, 1:0 hier also. Gut eingesetzt, da von Anna Blesse auf Pia Volta wieder. Der Kapfi gegen 3 dort. Gibt das Offensivfoul. Versteht sie nicht ganz. Geht da eigentlich nur kerzengerade in die Luft, zeigt sie an. Versteht es immer noch nicht. Rudert Anna Blesse mit den Armen. Den Ball konnte sie nicht mehr bekommen. Ticken in den Rücken gespielt. Jetzt da im Kollektiv aber gut gearbeitet. Und wie schon im Hinspiel bestimmt der VfL hier das Spielgeschehen. Der Gegner wieder, ich würde schätzen, unter 10 Sekunden im Ballbesitz. Und dann ist der Ball wieder erobert und in den eigenen Reihen. Energisch, holt sich den Ball zurück. Gut gemacht. Keeperin lässt sich wieder Zeit. Gefällt Jaya Kapfi nicht so gut. Da war die Schiedsrichterin im Weg. Und das gibt Schiri-Ball. Dietenmann.
Flanke und das 2:0. Daniel Hader mit dem Kopf nach einer Sahneflanke von Lara Dietenmann. 29. Spielminute und das heißt hier 2:0 für den VfL Wolfsburg. Für die Wölfe hier im Rückspiel der UEFA Women's Champions League gegen Mitrovica. Schöner Spielzug und schönes Tor. Aus der kurzen Distanz hat sich Bälle nicht zweimal bitten lassen und drückt den Ball über die Linie. Ihr viertes Tor bereits in dieser Champions League-Saison. Sie hat ja schon dreimal getroffen im Hinspiel. Und dann schauen wir mal, ob heute noch das ein oder andere hinzukommt. Und dann gibt es noch einen neuen Spielstand. Der VfL Wolfsburg. Mitrovic. Danke. Gut aufgepasst von Anna Blesse. Geht mit dem Kopf da dazwischen und fordert jetzt den Ball von Pernille Hader. Dominik Jansen, die Holländerin, jetzt am Ball. Der Kapfi, guter Ball auf Ada. Aber Fassbinder dort hier da. Und der Kapfi kriegt den Abschluss dann nicht ganz hin. Gibt die zweite Ecke für den VfL. Im Fanblock klingelt es schon und wir hoffen auf das 3:0. Gefährlich da. Ja, Kapi, Nachschussmöglichkeit. Bisschen weit raus. Lara Dietenmann spielt den Ball ins Aus. Jetzt wird sich neu sortiert. Und dann zählt mal die Sekunden mit, bis wir den Ball wieder haben. Das gibt den Einwurf für den VfL. 2 Sekunden habe ich gezählt. Es geht sehr schnell, sehr diszipliniert, auch wenn es hier nach Hin- und Rückspiel 12:0 Tore heißt. Die Wölfinnen sind hungrig, immer hungrig. Anna Blesse.
auf Cornel Harder. In der Mitte ist Jaya Kapfi. War das knapp. War das knapp. Gute Möglichkeit zum 3:0. Ah, der Ball segelt dann über die Latte drüber. Aber allen voran sehr schöner Ball. Nicht nur von Pernell Harder auf Jaya Kapfi, sondern auch vorher von Anna Blesse. Der weite Ball auf die Kapitänin. Zaunreiter Avalon, warum gibt es kein Replay? Wir streamen hier leider nur mit einer Kamera. Heißt, wir können euch leider kein Replay anbieten. Aber was wir euch anbieten können, sind die Highlights zum Spiel. Die werden wir euch heute Abend noch auf unserem YouTube-Kanal aufbereiten. Und dann könnt ihr euch alle Szenen noch einmal in Ruhe anschauen. Wir haben da den Augenmerk drauf gelegt, dass wir euch auf jeden Fall das Live-Spiel hier anbieten können. Und ansonsten sind unsere Kapazitäten etwas eingeschränkt. Ich hoffe, ihr seid mit dem Livestream sonst sehr zufrieden an den Replays. Man muss sich ja auch immer steigern können, arbeiten wir in der Zukunft. Und irgendwann können wir euch mit Sicherheit auch hier eine komplette Produktion anbieten. Aber wir versuchen ja seit dieser Saison nicht nur bei den Wölfinnen alle Testspiele live zu streamen, wenn es denn die Internetverbindungen zulassen. Auswärts ist das natürlich immer ein kleines Abenteuer, zeitweise von Platz zu Platz. Jetzt aber erstmal wieder das Spielgeschehen geguckt. Gute Flanke da von Pia Wolter. Aber bei uns in Wolfsburg sind die Begebenheiten natürlich prima mit den Internetanbindungen. Und da können wir auch immer mit starker Leitung rausstreamen. Knappe 10 Minuten hier noch zu gehen in Halbzeit 1. Souverän führen die Wölfinnen hier mit 2:0 im AOK-Stadion. Das im Januar ja auch schon seinen 5. Geburtstag feiert. 5 Jahre AOK-Stadion. Unsere kleine Fußballarena direkt neben der Volkswagen-Arena. Da geht's da. Neto auf Wedemeyer. Wieder Neto. Kriegt sehr viele Bälle da im zentralen Mittelfeld. Jetzt Dominik Jansen. Der Kampf versucht kurz zu spielen. Sarah Gönnersdottir gewinnt den Ball zurück. Neto. Jansen. Wieder Neto. Läuft der Ball gut. Der Kapfi setzt sich durch. Der Haken und das 3:0. Wunderschön gemacht von Jaya Kapfi. Aber auch die Passstaffetten im Vorfeld waren wunderbar anzusehen. Und dann steht es hier 3:0 für den VfL Wolfsburg in der 38. Spielminute. Wirklich wunderbarer Haken da von Jaya Kapfi. Tankt sich da gut durch und macht das 3:0. Ihr zweites Tor in der Champions League. Die 38. Spielminute Tor für unsere Wölfinnen, für den VfL.
Und wir haben eine Torschützin mit der Nummer 3, Charlotte! 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 Und damit gibt es einen neuen Spielstand. Die Wölfinnen! Mitrovice! Danke! Und weiter geht's, knappe 5 Minuten noch zu spielen. Dann noch Blitz auf Pia Wolter. Weiter auf Jay Cup, wie kein Abseits dort. Wieder Wolter. Gut gemacht davon Dominik Jansen. Neto lässt sich für sie fallen. Sehr gute Abstimmung da. Lippenmann. Sehr gut gemacht da. Und die Flanke. Dietenmann kriegt den Ball noch. Der Tunnel. Das würde in der Kreisliga einen Kasten bedeuten. Aber wir sind ja in der Champions League. Die dritte Ecke jetzt für die Münde. Ball kommt. Harder. Aber Kalgeci ist zur Stelle und fängt den Ball. Sucht ja Kapfi und findet sie. Anna Blesse hat Platz da. Ins Dribbling. Zurück auf Wedemeyer. Langer Ball. Ja.
liegt eine Kosovarin verletzt im Strafraum. Elezai ist es. Hat den Ball da unglücklich abbekommen. Bleibt kurz die Luft weg. Und der Betreuer kommt auf den Platz. Jetzt ist die letzte Minute angebrochen. In Halbzeit 1. Ähnlich wie im Hinspiel heißt es hier 3:0 wohl zur Halbzeit. Eine Minute Nachspielzeit wird es wohl geben. Obendrauf wird gerade hier eingestellt von der vierten Offiziellen. Ganz offiziell eine Minute Nachspielzeit. Mindestens eine Minute Nachspielzeit. Und Hasiri klärt zur vierten Ecke zugunsten des VfL Wolfsburg. Und da klingelt es wieder. Und vielleicht gibt es ja noch ein Tor zu bejubeln vor dem Pausentee. Vierte Ecke, diesmal getreten von Jay Akapfi. In den Rückraum, Neto. Wieder Akapfi. Bekommt den Ball. Haken. Noch ein Haken. Flanke. Und gut gehalten. Das war Lara Diekenmann, die es da probiert hat. Aber Kolgeci kann mit der Faust zur Ecke klären. Zur fünften Ecke. Wird wahrscheinlich die letzte Situation hier sein. In der ersten Halbzeit. Wieder Akapfi. Wieder flach zurück, Wedemeyer. Wieder raus. Ich habe ein Déjà-vu. Akapfi. Jansen. Und kein Problem für Kolgeci. Im Kasten der Kosovarinnen. Jetzt gibt es den langen Hafer. Und dann geht's in die Halbzeit. Nicht zu viel versprochen. Wir melden uns pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und bis gleich. Und wir kommen gleich zur Ehrung hier in der Schweiz und natürlich der Rat der Fett. Ja, genau. Warte mal. Ja, ich guck mal gerade. Ja, hier ist alles offen.
trade a heart for heart, that we'll never be whole together. If we trade a heart for heart, then our souls will be lost forever. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go. In der 46. Minute die Wölfe den Wechsel aus dem Spiel geht die Spielerin mit Nummer 24, Joel! Und die Torschützin zum 2:0 mit Nummer 22, Pernille!
Und wir begrüßen recht herzlich ihren Spiel mit der Nummer 15, Ingrid. Und mit der Nummer 16, Noel. Thank you.
So, jetzt glaube ich, bin ich auch wieder zu hören. Ich habe ein bisschen mit der Anzeige gekämpft, aber jetzt kann es wieder losgehen. Es läuft alles. Es steht 3:0 für den VfL nach wie vor. Ein, zwei gute Möglichkeiten habt ihr ja schon gesehen. Ich mit dem Augenwinkel auch. In der Halbzeit, ihr habt es gesehen, wurde zweimal gewechselt. Ingrid Eng ist in die Partie gekommen und Noel Maritz. Und draußen geblieben sind Pernil Harder und Joel Wedemeyer. Und jetzt drücken wir aber erstmal Pia Wolter die Daumen, dass da nichts passiert ist. Aber sie ist da in den besten Händen. Unser Doc Christian Schröter und Omar Rüppel. Kümmern sich da um sie, hat ein Eispack am Kopf. Daumen hoch von Pia und es kann weitergehen. Ja, prima, dass ihr mich wieder hört. Dann will ich euch auch gleich wieder was erzählen. Am liebsten natürlich will ich wieder ein Tor kommentieren. Aber gerade ist so ein bisschen das Spiel unterbrochen. Jetzt hat Sarah Gunnar Stotti einen abbekommen. Aber die Gute ist hart im Nehmen. Das wissen wir ja. Und jetzt ist der VfL auch wieder komplett. Pia Wolter wieder am Start. Mitrovica unverändert. Und die Kapitänsbinde von Pernil Harder hat jetzt Jay Akapfi übernommen. Wir haben ja seit dieser Saison ein absolutes Novum. Wir haben drei gleichgestellte Kapitäninnen mit Pernil Harder, mit Alex Popp und Almut Schuld. Aber wenn die nicht auf dem Platz sind, dann macht das Jay Akapfi. Ja, auch schon das 10. Jahr beim VfL ist. Absolutes Urgestein. Die Ungarin. Jetzt ein Luftloch. Jakapfi auf Minde. Aber gut gehalten. Und der Nachschuss und das Tor. Pia Wolter passt da prima auf. Und dann ist es die 55. Minute und es heißt hier 4:0 für den VfL Wolfsburg. Pia Wolter, die Torschützin. Passt da sehr gut auf. Setzt nach. Vorher der gute Schuss von Chrissy Linde, unserer 19. Und die junge Pia Wolter, die ja in einer WG wohnt mit Billy Rauch. Und setzt nach und macht das 4:0. Die 55. Spielminute Torfeld und Öffnen für den VfL. Und wir haben eine Torschütze mit der Nummer 20, Pia Sophie! Pia Sophie! Pia Sophie! Und damit gibt es einen neuen Spielstand. Die Pfeffenen! Mitrovica! Danke! Das läuft doch hier. 4:0, vier verschiedene Torschützen. Neto, Harder und Jakapfi in Halbzeit 1 und Pia Wolter in Halbzeit 2. Mal schauen, ob sich die ein oder andere noch einreihen kann.
in die Liste. Da wieder schnell den Ball zurückerobert. Gibt den Freistoß für Mitrovica. Geht die Linie runter, der Kapfi. Ingrid Engen hat da den Platz von Joel Wedemeyer eingenommen. Und Neumaritz im linken Mittelfeld aktiv. Die Wölfinnen wechselt aus dem letzten Wechsel. Christina geht vom Feld. Und dafür begrüßen wir die Spielerin 13 Felicitas. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass Lindahl, Pop, Gößling und Pajo heute die wohlverdiente Pause bekommen. Steht ja noch ein wichtiges Spiel in der Liga am Sonntag gegen Jena an. Und danach geht es in die Länderspielpause. Felira auch. Guter Ball rein. Und weiter rollt der Wölfinnenzug hier im AOK-Stadion. Jansen. Jetzt heißt es volle Kraft zurück. Im Strafraum. Der war knapp vorbei. Links vorbei am Pfosten. Aber gute Möglichkeit für Jaya Kapfi. Macht da vieles richtig. Schön eingesetzt da von Pia Wolter.
Maritz jetzt. Gut eingesetzt. Finny Rauch. Flanke an den zweiten Pfosten. Gunnar Stott hier. Schöner Spielzug. Aber kein Problem für Kolgeci, die ihre Sache da so weit ganz gut macht. Ein langer Abschlag. Aber die Wölfin stehen da sehr, sehr gut und können alle Angriffe der Gäste schnell unterbinden. Gunnar Stott hier jetzt raus. Gut gespielt. Anna Blesser hat Zeit. Findet die Flanke, die Gegenspielerin. Aber das macht sie. Anna Blesser wieder. Jetzt. Rückraum. Clara Diekmann. Claudia Neto schließt ab. Und gut gehalten. Abermals von Kolgeci. Neto hat ja einen richtig guten Abschluss, um es in euren Worten heute zu sagen. Das war ein Pfund. Scheint ja irgendwie gerade so das Modewort dieses Chats zu sein. Viele Grüße an Wölfi 45. Weiter geht's. Gunnar Stott hier, Diekenmann. Jetzt auch offensiver als in der ersten Halbzeit. Rauch, Maritz. Und Gunnar Stott hier mit der Hacke. Spieler Neto. Sandy B., wie lange fällt Svenja Huth noch aus? Wir hoffen alle, dass sie nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht. Ist ja auch nicht bei der Nationalmannschaft. Kann die Zeit zur Regeneration nutzen. Hat ja eine Innenbandverletzung am Knie. Und ist aber hoffentlich bald wieder da. Maritz, Flanke. Aber kein Abnehmer in der Mitte. Diekenmann. Dann geht eng auf Neto wieder. Haken. Macht sie gut. Gutes Dribbling. Kein Foulspiel da. Körpereinsatz. Aber da wird wieder gut gearbeitet. Und wieder Ballbesitz für den VfL. Gunnar Stott hier. Souverän führt man hier mit 4:0 Toren. 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Feli Rauch kommt gefährlich da nach Schussmöglichkeiten mit dem Kopf. Gunnar Stott hier wieder am zweiten Pfosten lauernd. Und sie findet wieder ihre Meisterin in Kolgeci.
und Doppelwechsel bei den Kosovarinnen. Kastrati und Berisha werden kommen. Und den Platz verlassen wird Tahiri. Marigone Tahiri. Und die 21 Ekzona Zeka. Lassen sich da gut Zeit. Wird auch schon angezeigt. Bisschen schneller bitte. Falls noch nicht getan, lasst uns auf jeden Fall ein Abo hier auf dem Kanal. Dafür wollen wir uns, oder darüber würden wir uns sehr freuen. Wir bereiten hier immer bunte Inhalte für euch auf. Wissens zu den Spieltagen, Zimmerduelle unter anderem in den Trainingslagern und halten euch mit unseren Weekly Wolves immer auf dem neuesten Stand, was den VfL Wolfsburg angeht. Also, tut keinem weh, klickt auf Abonnieren und macht uns die Freude. Zum Zusammenspiel. Ingrid Dengen, Neto, immer wieder Neto, immer wieder anspielbereit. Schöner öffnender Ball da. Von Jansen auf Rauch. Maritz im 16er. Neto mit der Seitenverlagerung, Engen. Und das dort hier mit One-Touch-Football. Die Wölfinnen sagen Danke. Der VfL Wolfsburg bedankt sich recht herzlich bei 1347 Zuschauerinnen und Zuschauern. Danke! Ganze Weile jetzt wieder alle Wölfe in der gegnerischen Hälfte. Mitrovica ist eingeschnürt. Dann wird sehr schnell nach vorne getragen. Thank you.
Ergebnisse. Gut gemacht, nutzt ihre Schnelligkeit. Und Lara Dietenmann mit dem Kopf versucht sie ihr Glück, die Schweizerin, die ja so lange verletzt war in der vergangenen Spielzeit aufgrund ihres Kreuzbandrisses. Freuen wir uns sehr, dass sie wieder bei vollen Kräften ist. Langer Ball und der landet bei Friederike Abt. Ich glaube das erste Mal, dass sie einen Ball aufgenommen hat in dieser Partie nach 75 Minuten. Ein sehr einseitiges Spiel, wie schon im Hinspiel, aber das haben wir alle natürlich heute auch erwartet. Mitrovica im Strafraum und das gibt Eckball. Die erste Ecke für Mitrovica, 6:1 im Eckenverhältnis. Und ich glaube, es ist tatsächlich die erste Ecke, wenn man auch das Hinspiel mit einbezieht. Mal sehen. Schala hat das da versucht. Lertra Schala, die Nummer 10 von Mitrovica. Aus hoher Distanz. Aber Friederike Abt pflückt den Ball. Und jetzt geht's wieder ab. Maritz auf Jakapfi. Wieder auf Maritz. Aber da ist Abseits angezeigt. Thank you.
Olympia Cup. Ihr wolltet dann weiter auf Saragona Stotir spielen. Gefährlicher Ball von Engen. Wollte da Neto anspielen. Und da hat sich die Nummer 9, Big Kai, verletzt. Einen Rempler abbekommen. Es ist ein anderes Tempo, was der VfL im Vergleich zu den in der kosovarischen Liga Mannschaften dort spielt. Mitrovica ja mal wieder Erster, 4 Spiele, 39 zu 1 Tore mit 12 Punkte. Sehr, sehr gute Bilanz. Aber hier ist der Klassenunterschied doch deutlich zu sehen. Im Vergleich mit dem VfL Wolfsburg. Stimmt, auch eine sehr, sehr ungewohnte Situation für die Kosovarinnen, die in der Liga ja alles dominieren. Auf der anderen Seite mit Sicherheit auch ein Highlight. Auf jeden Fall sehr cool, dass ihr wieder so eifrig hier im Livestream am Start seid. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle schon sehr. Rund 1500 Zuschauer. Eine schöne Zahl. Und ich hoffe, dass die Wölfinnen euch noch das ein oder andere Tor heute präsentieren können. Mann auf Maritz. Schweizerin unter sich. Aber abseits angezeigt. Und jetzt gibt es den letzten Wechsel bei Mitrovica. Bickay bleibt draußen, verletzt. Und Ternava, Valentina Ternava mit der Nummer 17 kommt in die Partie. Spielerin Valentina Ternava mit der Nummer 17. Knappe 10 Minuten hier noch zu spielen. Und die Wölfinnen lassen hier nichts anbrennen. Immer auf Zack. Holen sich die Bälle schnell zurück von ihren Gegnerinnen. Neto mit der Seitenverlagerung an der Blässe zieht rein. Kein Foulspiel, Maritz noch am Ball. Rauch mit ihrem starken Linken.
aus auf Anna Blesse. Oh. Da rutscht sie weg. Aber gibt jetzt Gas und versucht wieder hinter den Ball zu kommen. Das Fehlerchen hat aber Dominik Jansen gut ausgebügelt. Maritz auf Dietenmann. Kommt, bekommt sie den noch? Nein, wird geklärt. Von Hasiri. Weiter geht's. Guter Ball von Dickmann auf Jakapfi, weitergegeben. Maritz. Oh! Und das war ein so glasklarer Elfmeter. 85. Spielminute. Da wird Noel Maritz schlichtweg weggemäht. Und den Ball schnappt sich Sarah Gunnarsdottir, unsere Nummer 7, die Isländerin, wird die Verantwortung übernehmen. Und jetzt gibt es anfeuernden Applaus von den Rängen, von den 1347 Fans hier im AOK-Stadion. Die Schiedsrichterin macht nochmal allen klar, dass hier nicht reingelaufen wird in den Strafraum. Links wie rechts. Und jetzt gibt sie den Ball frei. Gunnarsdottir. Und das 5-Tor! 86. Spielminute. 5-0 für den VfL Wolfsburg. Torschützin, wie zuletzt auch in der Liga, Sarah Gunnarsdottir. Diesmal nicht aus der Ferne, sondern vom Punkt. Und das 5-0 ist im Kasten. Knappe 5 Minuten vor dem Schlusspfiff. Die 86. Spielminute. Tor für unsere Wölfin, für den VfL. Wir haben eine Torschützin mit der Nummer 7, Sarah. 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 Und damit gibt es einen neuen Spielstand unserer Halbfinale. Und Mitrovica? Danke! Und beim Stand von 5-0 hat mich noch eine WhatsApp, und zwar diesmal von unserem Doc Christian Schröter erreicht, beziehungsweise indirekt erreicht. Der Gute ist natürlich am Arbeiten. Und er grüßt seine liebe Mama Brigitte. Das möchte ich an dieser Stelle herzlich machen, liebe Brigitte. Schön, dass du am Apparat mit dabei bist. Viele Grüße von deinem Sohnemann. Und dieses Ergebnis lässt sich doch sehen. Beste Unterhaltung hier am Mittwochabend im AOK-Stadion. Nach dem 10-0 im Hinspiel heißt es jetzt aktuell 5-0 für die Wölfin. Insgesamt 15-0 Tore hier in dieser ersten Runde der UEFA Women's Champions League. Am Montag wird ja die nächste Runde ausgelost. Da sind wir alle gespannt drauf, wer dann der Gegner sein wird. Erfahrt ihr natürlich auch auf all unseren Kanälen rund um den VfL Wolfsburg und die Wölfin. Die UEFA wird mit Sicherheit wieder einen Livestream anbieten, wo ihr euch auch reinklicken könnt. Aber wenn ihr auf Arbeit seid, verfolgt einfach unseren Twitter-Channel oder die Homepage. Und dann wisst ihr am kommenden Montag um die Mittagszeit, wer der nächste Gegner ist für die Wölfin.
Letzte Minute ist hier angebrochen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es große Nachspielzeit geben wird. Nochmal eine gute Möglichkeit für Jaya Kapwi. Aber es bleibt hier vorerst beim 5:0. Ja, es gibt doch die ein oder andere Minute, 4 Minuten insgesamt. Die vierte offizielle Zeit, mindestens 4 Minuten Nachspielzeit. Oder andere Verletzungsunterbrechung gab es. Und jetzt wird es nochmal eng da. Und Ecke für den VfL. Und da kommen die Großen natürlich mit nach vorne. Ingrid Eng, Dominik Jansen. Sarah Gunnar-Scott hier ist natürlich kopfballstark. Der Kapi bringt die Ecke. Engen. Und Dietenmann versucht den Ball noch auf den Kasten zu bringen mit dem Rücken zum Tor. Aber keine Gefahr. Der Ball von Noel Maritz. Blässe auf Wolter. Und es gibt den Abstoß. Ein absolut souveräner Auftritt war das heute unserer Wölfin. 5 Tore gab es für euch zu Hause und für die Zuschauer im AOK-Stadion zu erleben. In der ersten Halbzeit war es Claudia Neto, die das erste Tor erzielt hat. Nil Hader hat dann das 2:0 gemacht und Jaya Kapwi das 3:0. In der zweiten Halbzeit waren es dann Pia-Sophie Wolter und Sarah Gunnar-Stottier dann per Foul-Elfmeter, die das Ergebnis auf 5:0 hochgeschraubt haben. Ich denke, das war mehr als souverän hier heute. Nichts zugelassen vor dem eigenen Gehäuse. Ganz ruhiger Abend für Friederike Abt in ihrem ersten Pflichtspiel für den VfL. Und das könnte jetzt eine der letzten Aktionen sein.
Und nach wie vor sind die Wölfinnen bissig im Zweikampf. Gut gemacht. Und das ist der Schlusspfiff. Die Wölfin gewinnt 5:0 nach dem 10:0 im Hinspiel. Ganz souveräne Vorstellung hier heute Abend. Und souverän zieht man in die nächste Runde der UEFA Women's Champions League ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir begeben uns jetzt noch auf Stimmenfang, bereiten natürlich nachher für euch noch die Highlights dieser Partie auf. Und ich sage ganz, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald hier auf unserem Channel des VfL Wolfsburg, euer Felix. Und wir schauen nochmal auf die Torschützerinnen. In der 24. Minute das 1:0 durch unsere Spielerin mit der 05, Claudia. In der 29. das 2:0 durch unsere 22.